Nach dem Kampf bemerkten die Draken, dass sie wohl niemals akzeptiert würden in dem Land, in dem sie sich befanden. Menir rief einen großen Rat zusammen. Sel schlug vor, dass sie den großen Ozean überqueren sollten. Einige der Draken fanden ihre Heimat, fragten zu bleiben in den Bergen in der Nähe. Einige der Saurianer fragten, ob sie zu ihrem Land, zu ihrem Geburtsland zurückkehren sollten. Menir erlaubte denen, die bleiben wollten, sich vom Stamm zu entfernen. Aber seine Gedanken waren dieselben wie die von Szell. Er hatte vor, den großen Ozean, den Ozean zu überqueren. Viele der Draken flogen, aber die Saurianer und die schwereren Draken machten Flöße und überquerten das große Wasser. Eines Tages kam ein großer Sturm auf, der die Flieger, der die Flöße von denen wegfegte, die flogen. Während Storm blew the flyers away once flying. Okay, der Sturm blies die Flieger, sobald sie flogen, weg. Während diejenigen auf dem Floß ihre eigenen Schwierigkeiten hatten. Okay. Wir sind weit abgedriftet vom Kurs. Es wird einige Zeit dauern, bis die Flieger uns finden. Oh mein Gott. Ich mag Stell, der ist mir irgendwie, ich hasse die Saurianer in jedem einzelnen Szenario und in jeder einzelnen Kampagne, in jedem einzelnen Szenario, das es bisher gab, habe ich die Saurianer gehasst. Selbst als Verbündete, weil sie einfach nur mega nervig sind. Aber Stell mag ich. Stell ist cool. Oh, das ist ja eine riesige Map. Eigentlich wollte ich Aufnahmepause machen. Aber obwohl, wir wissen ja nicht, es kann ja sonst was uns erwarten hier, aber mich würde mal interessieren. Ja, ich kann natürlich nur diejenigen, die Draken einberufen, die nicht fliegen können. Was kann ich ausbilden? Ja, nur Schmetterer, Plängler und Seher. Okay, damit wird diese Map natürlich deutlich schwieriger, ne? Weil hier rüber zu kommen, da hat ja jetzt, hätten wir die normalen Draken noch, hätten wir einen riesen Vorteil, weil wir ihn dann einfach so straight hinfliegen können. Jetzt müssen wir am Land entlang. Und dann durchs Wasser. Ich glaube, ich werde sogar nur mit Saurianern arbeiten. Weil, wenn ich das richtig sehe, also, ich werde eine Aufnahmepause machen, auf jeden Fall. Aber wenn ich das richtig sehe, dann zahlt der hier Wald 2, küstennah, seichtes Wasser zahlt 3 Bewegungspunkte. Und das hier ist seichtes Wasser und ein küstennahes Riff. Das heißt, der könnte sich pro Runde wie viele Felder weit bewegen? 2 Felder könnte der sich pro Runde bewegen. Beziehungsweise, wenn er Glück hat, 3. Und macht natürlich Sinn, weil der so eine mega schwere Rüstung anhat. Aber ganz ehrlich, da habe ich keine Lust drauf. Aber wir können ja mal gucken, wie weit, was können denn die Seher und die Plängler und die wo ist mein anderer Saurianer? Hallo? Ich hatte doch einen. Ist der gestorben irgendwann, ohne dass ich es mitbekommen habe? Oder zählt er plötzlich als fliegende Einheit? Wie sieht's denn bei denen aus? Ja, nicht anders. Die haben 6 Bewegungspunkte. Die auch. Okay, ich glaube, ich kann die doch ausbilden. Ja, ich kann die doch ausbilden. Es macht einfach null Unterschied. Ob ich jetzt die oder, also die können genau gleich weit gehen.
Was die Bewegungspunkte angeht, haben alle 6 und wir brauchen 3 im seichten Wasser und 2 im küstennahen Riff. Na, das wird ja lustig. Aber wie gesagt, ich mache hier kurz Aufnahmepause, weil ich muss lüften. Es ist fucking warm hier drin. Und in der nächsten Aufnahme beschäftigen wir uns dann mit dieser komischen Seeschlange. Lern sprechen, Junge. Vielen Dank, bist mitten in der Folge. Lern es. Lern es endlich. Bis gleich. Ciao, ciao. So, weiter geht's. Vesnot. Immer noch in der Kampagne eine feurige Geburt und wir haben aber leider kein Feuer mehr dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, wir müssen den Enemy Leader slayen und haben dafür leider genau die Einheiten. Warum leckt das wieder? Hallo? Ja, wahrscheinlich, weil ich Westnot gerade gestartet habe. Auf jeden Fall müssen wir den Typen töten und haben nicht wirklich viele Leute zur Auswahl. Und ich habe ja letztes Mal rausgefunden, dass es völlig egal ist, wen von denen ich hier groß einberufe. Weil die sich alle im Wasser nicht bewegen können. Also ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich hier rumgehe. Das heißt, wir haben plus 2, 4, 6, 8, 10, 12, plus 12 Gold haben wir auf jeden Fall einigermaßen sicher. Und ich würde gerne den Drachenschlichter und den Vollstrecker mir gönnen. Und den Seher, der fast ein Level-Up hat. Aus irgendeinem Grund ist unser Plänkler, den wir früher hatten, weg. Ihn kann ich hier hinten stehen lassen, den werde ich nicht mitnehmen müssen. Er kann auch keine Dörfer besetzen. Ah, und der bildet natürlich... Oh Gott. Ultra nervige Viecher aus. So, ich möchte aber am liebsten natürlich an Land kämpfen. Und ich werde mir keinen weiteren Schmetterer holen, sondern noch 2 Plänkler und noch einen Seher. Das sollte eigentlich reichen. Was haben wir denn hier alles? Stufe 3 Seeschlange. 14-2... Alles lichtscheu, der ist neutral. Was ist das? Ja, der bildet auf jeden Fall recht ordentlich aus. Das muss man ihm lassen. Da oben die beiden Häuser, die gönne ich mir gleich. Und der eine wird hier die linke Seite gucken, dass wir da uns noch ein bisschen Gold erschleichen. Ich bilde auch erstmal nicht mehr aus. Der bildet aber richtig kräftig aus. So. Zack. So, ich möchte wie gesagt an Land kämpfen. Denn im Wasser haben wir richtig schlechte Chancen gegen die. Und das muss ja nicht sein, ne? So, jetzt ist es Nacht. Das gefällt mir natürlich auch nicht gerade. 40, ist völlig egal, wo der steht. Dann positionieren wir uns mal so und holen auch noch den Rest dazu. Der holt mir wieder plus 1 Gold und ich hole mir noch einen Plänkler. 2 Plänkler sogar. Ist die Plänkler? Ja. So, der ist vergiftet. Kurieren kann der eine hier noch nicht, das wird aber bald können. So, ich würde den da möglichst am liebsten relativ schwächen schon mal. Und zwar im Nahkampf müssen wir das machen. Der ist an Land. So, jetzt ist es nur noch 5. Und es wird auch bei 5 Angriffen bleiben. Das ist nicht so gut. Warte, wie weit könnt ihr euch bewegen? Sehr weit. Das heißt, ich... werde hier so angreifen. Und warum geht der da runter? Der hat da oben zu tun. Okay, wisst ihr was? Ich bilde noch 2 Plänkler, einen Seher aus und nehme ihn dann mit hoch.
So, es wird Tag. Das finde ich sehr gut. Jetzt habe ich, du kannst kurieren, ne? Genau. Dann können die, die vergiftet sind, sich erstmal zu ihm zurückziehen. Ich sehe es halt echt nicht ein, hier irgendwie. So, komm. Ah, verdammt, du sollst den töten. Nicht dumm rumstehen. Ist das eigentlich ein magischer Angriff, dieses Fluch? Ja. Triff gefälligst häufiger damit. So, wie weit kannst du nochmal gehen? Ist da. Okay, das war alles schon totaler Mist, den ich hier gemacht habe. So, du gehst dahin. Und jetzt töte ihn bitte. Danke. So, Frostmeister oder Herbalist. Herbalist ist, es sind beides die Maximalstufen. Ich werde aber dann auf den Frostmeister gehen, denn den haben wir noch nicht. Und ich werde natürlich weiterhin nicht so doof sein, die im Wasser zu bekämpfen. Das muss ich mir gar nicht erst antun. Den da oben würde ich aber gerne noch ein bisschen auf den Sack gehen. Den killen und zack, bumm, haben wir einen Drakenschlechter. Der sieht richtig böse aus. Schlechter unterscheiden sich von den anderen Draken ihrer Kaste durch zwei Dinge. Zum einen durch ihre kunstvollen Helme. Ja, habe ich ja gerade schon direkt erkannt. Die an ihre Urahnen, die Drachen, erinnern sollen. Zum anderen darin, wie sie ihre gepanzerten Flügel mit bunten Stoffen verzieren, bevor sie den Dienst antreten. Diese Mode dient dazu, ihrem Stolz über ihre Position in der Gesellschaft der Draken Ausdruck zu verleihen. Doch ist die Rüstung weit mehr als schmucke Zierde. Geschmiedet mit den besten Bronzeplatten aus den drakischen Schmieden, stellen sie einen nahezu perfekten Schutz vor Angriffen dar, und mit ihrer Hellebarde können sie Menschen mit nur einem Schlag spalten. Wegen der Länge ihrer Waffe führt diese Einheit stets den ersten Schlag, selbst wenn sie sich nur verteidigt. Ja, Erstschlag kennen wir die Fähigkeit. So. Der greift hier ein bisschen ungünstig für mich an, muss ich sagen. So. Der ist weg. So, wir müssen diese Fledermäuse hier loswerden. Die sind nervig. Das darf doch nicht wahr sein. Ich will mit ihm hier oben angreifen. Na gut, von hinten geht's. Oh, Alter. Ah, der wird wahrscheinlich jetzt nächste Runde sterben. Ich habe viel zu viele für diese eine dämliche Fledermaus verbraucht. So, ich muss dafür sorgen, dass er zumindest ein bisschen schwächer wird. So, dann können wir auch die anderen Häuser holen. So eine ganz normale Seeschlange, ne? War gar nicht so schlimm, was er hier fabriziert hat. So, erstmal den 30. Alter. Boah, der Typ reißt ja richtig ab. Hat Stich irgendwie eine besonders? Oh. Ja, nee, plus 0 gegen alles. Das sind normal 30. Alter. Das ist krass. So, der da muss aber auch noch ein bisschen leiden. So. Ich will diese Fledermaus tot sehen, genau. Kannst du den schon killen? Noch nicht. Okay, hier die Heilung neben.
Ah, das hat ziemlich wehgetan, aber das passt schon. Ich setze den hier dazwischen. Allerdings aus dem einzigen Grund, dass diese Seeschlange nicht ihn angreift. Der muss noch ein Stückchen Weilchen leben. So, und die muss ich hier einfach nur beschäftigen. Aua. Also die Viecher hier wehren sich auf jeden Fall mit allem, was sie können. Zack. So, Hinterlistling. Den da würde ich gerne killen, aber der kann mich auch vergiften natürlich. Mache ich jetzt mal ein bisschen Schaden an ihm. Oder auch nicht. Schaden. Schaden. Perfekt. Ich will nur nicht noch mehr vergiftet werden. Alter. Diese Typen reißen halt schon ordentlich ab mit dem Damage, den sie raushauen. So, du bringst dich in Sicherheit und du bringst das hier mal zu Ende. Bumm. Problem solved. So, mein Haus. Keine Ahnung, was diese Seeschlange da hinten will. Die wird sich jetzt hoffentlich zurückziehen, denn sonst sieht das sehr düster aus. Ja, hat eigentlich recht gut funktioniert, muss ich sagen. Hätte ich jetzt gedacht, dass wir mehr Probleme haben. Aber gut, war halt blöd von, also gut für uns, aber blöd von ihm, also von der Seeschlange, dass der zu uns an Land gegangen ist, ne? Beziehungsweise stimmt, eigentlich würde es mehr Sinn machen, wenn wir ganz oben lang gehen. Kann ich so weit zurückspulen? Ja, kann ich. Weil dann gehen wir ganz hier oben rum. Denn da müssen wir noch weniger durchs Wasser gehen. Und je weniger wir durchs Wasser gehen müssen, desto besser. Okay. Ey. Das wäre doch jetzt echt nicht nötig gewesen, den zu killen. So. Saurianischer Frostmeister. Der ist doch lichtscheu. Warum macht der nur 4 Schaden? Wahrscheinlich ist Frost gegen die nicht so effizient, nicht so effektiv. Tippe ich einfach mal. So. Die sind normal effektiv. Damit kann ich arbeiten. Noch ein bisschen Heilung dahinter. Ah, der hat auch fast ein Level up. Das ist ganz gut. Der muss sich auch nicht heilen. Okay. Autsch. Ja, der hat meinen Frostmeister gekillt, oder? Komm. Das machen wir für den Frostmeister nochmal, weil ich habe eigentlich keine Lust, mir noch einen von denen zu machen. Also irgendwie ist aber leck das Spiel. Ich glaube, das liegt aber nicht daran, dass das Game so viel Leistung braucht irgendwie. Also sollte es eigentlich auch nicht. Ich meine... so. Zack. Geben wir was anderes zum Draufschlagen. Oh, es wird Tag. Ja, hallo. Aua. Das war jetzt nicht geplant. Ja, da sieht man direkt, was passiert wäre, wenn wir an Land gekämpft hätten. Tod und Verderben. So. Natürlich trifft er zweimal. Ja gut, wir kämpfen aber auch im Wasser, ne? Aber dass halt keiner von meinen beiden Drachen hier irgendwelche Treffer landet, ist halt schon irgendwo doof. Machen wir erstmal hier die nächste Magie. Ja, das war eine schöne Trefferserie. Das war gar nichts. Okay, er ist low genug, dass er sich, glaube ich, einen Angriff nicht wirklich trauen wird.
Heilung dahinter, der Rest geht weiter nach vorne. Okay. Das hat ganz gut funktioniert. Ich würde gerne meine Hinterlistlinge die finalen Streiche führen lassen. Allen voran natürlich du. Kriege ich den jetzt überhaupt schon down? Na, ich glaube nicht. Kann ja aber auf jeden Fall effektiv daran hindern, hier noch mehr auszubilden. Ich habe völlig vergessen, dass ich dich hier unten ja noch habe. Wir können hier schon mal ein bisschen anfangen drauf zu hauen. Bis unsere schweren Angreifer dabei sind. Ah, dem geht's auf jeden Fall nicht mehr gut. So. Schön einfach weiter draufhauen. Ja, er macht nichts mehr. Er hat sich seinem Schicksal ergeben. Wir müssen den jetzt nur noch weit genug runterschwächen. Okay, töte ihn. Komm, nehmen wir sogar den hier. Zack, bumm. Das Biest schrie in Agonie, in der Agonie des Todes. Ich bin Weltmeister im Übersetzen, möchte ich kurz anmerken. Wir haben dich gefunden. Menir, da sind sie. Ja, ihr kommt ja recht früh. Guck mal, vor allem die kommen von da oben. Hätten die nicht, keine Ahnung, in Runde 2 da sein können und die Seeschlangen einfach insta-killen? Naja, 84 Goldstücke zusätzlich zum vorgegebenen Startgold. Ich glaube, vorher hatten wir mehr. Aber das passt. Wir haben ja 16 von 22. Ist ja ganz gut gelaufen. Wir haben auch nicht viele Einheiten verloren, dadurch, dass der seinen ganzen Leute an Land geschickt hat. Was ein Depp. Okay, dann mal gucken, gegen wen es als nächstes geht.